Klar hatten die Lilienfans mitgefiebert und gehofft, aber dann mit Schlusspfiff gab es sogar Tränen in Block G. Ohne Gegenwehr den Abstieg erlebt. Bittere Momente für die 350 mitgereisten Lilienfans. Hoffnungslos. Auch das Warten auf die Spieler nach dem Abpfiff. Vergeblich warteten die Fans am Zaun. Kein Spieler hat mehr an sie gedacht. Nicht professionell. Die Fans suchten unterdessen Schuldige. Und dann wurden die Fahnen eingerollt. Und die meisten werden sie trotzdem wieder auspacken. Dann in der Oberliga. 2007, man muss sich vorstellen, wir waren gerade aus der Regionalliga abgestiegen, in der Oberliga Hessen. Vor uns lagen so ganz interessante Wochen mit Pflichtspielgegnern zwischen Wörsdorf, Würges und der SGR Heilgen, wo wir sogar im Pokal Pflichtspiele hatten in dieser Saison. Und in der Stadtgesellschaft waren die Lilien jetzt auch nicht unbedingt Thema. Also wieso auch? Weil wir halt einfach im Grunde nur ein besserer Amateurverein waren, der seine besten Zeiten längst hinter sich hatte. Seit dem Abstieg aus der zweiten Liga sind wir immer mehr ins Nirvana des Amateurfußballs abgerutscht. Und dementsprechend war auch das Interesse äußerst gering. Was aber vereinsintern viel wichtiger ist, ist, dass es unheimlich zerstritten war. Also es gab keinen Zusammenhalt. Auch in der Fanszene gab es keinen Zusammenhalt. Jeder gegen jeden, A-Block gegen F-Block, gegen gerade, gegen sonst wen. Und alles war zersplittert und auseinanderdividiert. Die wirtschaftliche Situation im Verein war äußerst undurchsichtig bis schlecht. Genauso die Außendarstellung. Ja, da kann ich mich quasi, als wäre es gestern gewesen, daran erinnern. Das war die Phase, in der es sehr viel Unruhe rund um den Verein gab. Ich war damals im mittlerweile sagenumwobenen Marketing-Arbeitskreis 4, konnte so ein bisschen, weil ich schon viele Jahre im Verein gearbeitet habe, da mithelfen. Und das war auch die Zeit, wo eben ja, dringend ein Mann gesucht wurde oder jemand gesucht wurde, der dieses Schiff wieder ein bisschen auf Kurs bringt. Und das war dann der Hans Kessler. Der neue Präsident des SV Darmstadt 98 heißt Hans Kessler. Der 58-jährige Unternehmensberater aus Rödermark wurde bei der Mitgliederversammlung gestern am späten Abend ohne Gegenstimme gewählt. Nach dem Abstieg der Fußballer in die Oberliga soll Kessler den Traditionsverein wieder nach oben bringen und die zerstrittenen Mitglieder wieder einen. Also es war spannend, dass jemand gefunden wurde. Das war auch lange Zeit geheim. Das waren viele Dinge, die im Hintergrund waren. Wir waren alle gespannt, was passiert da jetzt, was kommt. Und waren dann von dem Kandidaten an sich überrascht, den überhaupt keiner kannte. Der sich dann aber sehr schnell ins richtige Licht gerückt hat, indem er vollkommen offen gesagt hat, also ihr müsst euch an zwei Dinge gewöhnen. Erstmal, ich habe ein Offenbacher Kennzeichen, außerdem fahre ich einen Sportwagen. Und der ist auch noch in Rot. Allein diese Kölner Herzlichkeit war einfach, das hat einem überrannt. Vorher gab es jahrelang Proteste, Spruchbänder, Aktionen gegen das Vorgängerpräsidium, mit dem waren wir unzufrieden und hatte da auch schon so die ein oder andere dubiose Geschichte gehört, was da eventuell alles laufen könnte oder sollte. Und von daher war auch so ein Hauch von Aufbruchsstimmung auch zu spüren, weil man gesagt hat, okay, da sind jetzt einfach neue Menschen, die gehen den Verein anders an. Die scheinen sich sogar für uns Fans zu interessieren. Auch das waren wir gar nicht so zwingend gewohnt. Und da waren wir schon gespannt und dachte sich, okay, schauen wir es uns an. Steigen wir vielleicht wieder auf aus der Oberliga und dann kommt vielleicht irgendwann eine bessere Zukunft. Aber ja, die Realität hieß natürlich erstmal Wörsdorf und Würges. Ne? Darmstadt 98 ist ja nicht nur einfach ein Verein. Es ist ein Stück Darmstädter Kulturgeschichte. Darum ging es ja. Und das hat mir auch damals Walter Hoffmann klargemacht. Er sagte, das müssen wir halten. Kessler, mach mit. So, und dann war ich halt dabei. Dann gab es die Mitgliederversammlung. Und was ein Wunder. Es gab auch keine Gegenstimme. Es gab auch keinen Gegenkandidaten. Also wurde ich dann zum Präsidenten von Darmstadt 98. Ja, ich weiß nicht mehr genau, aber kurze Zeit später, der Hans war in Amerika, kam die Steuerfahndung. So, jetzt war das für uns gerade, haben wir den Vorstand oder das Präsidium quasi, sind wir ins Präsidium eines Vereins gekommen und erstmal kommt die Steuerfahndung, war natürlich
ein großer Schock. Da kommen ein Haufen Leute aus dem Finanzamt, haben einen Ausweis und sagen, sie sind von der Steuerfahndung und nehmen Unterlagen mit. Die behördlichen Untersuchungen haben ergeben, dass das Präsidium, der Vorstand, der vor uns im Amt war, gearbeitet hat und nicht immer ganz sauber gearbeitet hat. Das heißt, hier ging es um Steuerhinterziehung und hier ging es um Sozialversicherungsbetrug. Ja, und das sind erstmal Gedanken, die man dann hat, wo man sagt, okay, es war ein Fehler. Ja, also dieser Verein war ein Fehler, da sich zu engagieren war ein Fehler. Das war schon extrem hart. Ich war gerade zu einer Aufsichtsratssitzung in Dallas, Texas. Und da kam die Sekretärin rein und erklärte mir irgendwas wegen Staatsanwaltschaft in Deutschland. Und es hätte auch was mit dem Fußball zu tun. Und ich habe das zunächst mal gar nicht so in Kontext stellen können, weil ich war sozusagen immer noch in der großen Euphorie des einstimmig gewählten Präsidenten auf der Mitgliederversammlung und sah mich da also nicht irgendwo bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe dann hier zu Hause angerufen, hat mir eben meine Frau erklärt, Achtung, es hat also Hausdurchsuchen gegeben bei allen ehemalig Handelnden des Vereines. Und ja, dann habe ich das so kurz wie irgendwie möglich gehalten in den USA, bin zurückgeflogen und habe dann eben hier feststellen müssen, dass der Anfangsverdacht der Steuerverkürzung besteht. Und damit hatten wir uns dann auch die nächsten Wochen und Monaten auseinanderzusetzen. Das bisschen Aufbruchstimmung, was wir da hatten, war ganz schnell dahin. Kamen erst ganz kurz Gerüchte auf, dann kam ein Razzia auf der Geschäftsstelle und eben relativ schnell heraus, dass das Finanzamt Nachforderungen an den Verein hätte. Und die beliefen sich auf 1,1 Millionen, was im Profifußball damals wie heute vielleicht gar nicht mal so die total besorgniserregende Summe wäre, aber für einen Oberligisten, der sowieso schon immer knapp bei Kasse war, war das natürlich eine absolut unrealistische Summe, wo keiner wusste, wo die denn jetzt herkommen sollte. Wenn man halt überschuldet ist, beziehungsweise und in Liquiditätsschwierigkeiten ist, sprich seine Verbindlichkeit nicht mehr bezahlen kann, hat man als diejenigen, die in der Verantwortung stehen, das ist natürlich das Präsidium bei einem Verein, die Pflicht, innerhalb von 3 Wochen Insolvenzantrag zu stellen. Ansonsten kommt man in die persönliche Haftung. Der SV Darmstadt 98 hat beim Amtsgericht Darmstadt einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Die Lilien können Schulden in Höhe von rund 2 Millionen Euro nicht bezahlen. Jetzt droht dem Verein der Zwangsabstieg in die 5-klassige Landesliga. Man wusste natürlich aus den Berichterstattungen in der Presse, dass es nicht gut um den Verein steht. Der Hans Kessler hatte ja eine sehr schwere Aufgabe übernommen gehabt im Herbst 2007, als er gewählt worden ist zum neuen Präsidenten des SV 98. Und war ja auch quasi so eine neue Ära, die dann eingeleitet werden sollte. Aber das Erbe war natürlich sehr stark vorbelastet. Das wusste man natürlich irgendwie auch als Beobachter. Aber wie stark, das war natürlich auch mir damals nicht klar gewesen. Und das war natürlich schon ein Schock, als es dann auch zum Insolvenzantrag gekommen ist. Da fing die Existenzangst an. Also die Angst, einen Verein zu verlieren, eine Heimat zu verlieren. Weil im Laufe der folgenden Tage hat man sich auch angefangen, das Ausmaß auszumalen, um was da passieren könnte. Und dadurch, dass ich aus dem Bereich eben komme, war mir klar, dass da Dinge passieren können, die eine Auflösung des Vereins auch hervorrufen können. Mein Kollege Heiko Neumann ist am Böllenfalltor in Darmstadt. Gibt es denn noch eine Rettungschance, Heiko? Ja, höchstens, wenn ganz schnell ganz viel Geld hier nach Darmstadt reingepumpt wird. Insgesamt laufen sich die Verbindlichkeiten auf eine Summe von 2 Millionen Euro. Das ist für einen Fußball-Viertligisten natürlich eine unglaublich hohe Summe. Ja, seit einer knappen halben Stunde spricht hier der Präsident des SV Darmstadt 98 und erklärt diese dramatische Situation. Sollte das Geld nicht reinkommen, dann ist hier Feierabend. Und dann würde ein hessischer Traditionsclub von der Bildfläche verschwinden, der in den vergangenen Jahren so vielen Menschen so viel Freude gemacht hat. Ich glaube, das war am Tag nach Verkündigung des Insolvenzantrags. Da kamen einfach unheimlich viele Fans in der Lilienschenke zusammen. Der Hans Kessler war dann auch vor Ort, weil
ja, jeder hat einfach das Bedürfnis gehabt, aus erster Hand zu erfahren, was denn jetzt Sache ist. Statt der ganzen zerstrittenen paar Krüppchen waren auf einmal die Schenke voll mit ein paar hundert Leuten. Und Hans Kessler hat das einzig Richtige gemacht. Er hat sich vor die Leute gestellt und hat vollkommen offen und ehrlich und klar gesagt, das und das ist die Lage, das und das ist die Situation. Und wir wollen versuchen, gemeinsam aus dieser Geschichte rauszukommen. Die Stimmung war schon, ich würde nicht sagen aggressiv. Die Stimmung war gespannt, die Leute waren gespannt, was da kommt. Sie waren auch innerlich berührt. Sie waren sehr emotional. Und es hätte schon auch, ich sag mal, das irgendwie ein falsches Wort, eine falsche Redewendung oder einen falschen Schluss, den Sie daraus ziehen, dazu führen können, dass die ganze Chose da eskaliert. Ich sage mal, der normale Mensch sozusagen ist ja mit diesen Dingen eines Insolvenzantrages nicht vertraut. Wer stellt schon einen Insolvenzantrag? Und das ging uns auch darum, den Fans zu erklären oder dem, der gesagt hat, ja, ich komme da hin und höre mir das an, zu erklären, was ist da eigentlich passiert. Und es war teilweise, war es mucksmäuschenstill. Die Leute hingen jetzt an meinen Lippen. Jetzt weniger, weil ich das gut erklärt hätte, sondern vielmehr, glaube ich, waren sie dankbar zu erfahren, was ist denn da überhaupt passiert und wie geht es jetzt weiter. Ja, muss ich sagen, es war unterm Strich bis heute, kriege ich da Gänsehaut, war das einer der geilsten Abende für den Verein, weil du eigentlich vollkommen am Boden lagst, warst eigentlich fertig mit den Nerven. Und dann kamen da 120 Leute nur über Mund-zu-Mund-Propaganda in die Schenke marschiert. Denen ging es alle ganz genauso. Und die haben sich dann eben dort angehört, was Phase ist. Und so niedergeschlagen, wie die Leute reingekommen sind, so erhobenen Hauptes sind sie wieder raus. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keine Ahnung wie, aber wir kriegen das hin. Das finanzielle Wunder schaffen durch kleine Spenden und große Gesten. Die Lilien-Fanzeitung spendet die Einnahmen der aktuellen Ausgabe und auch sonst. Dem ersten Schock ist die jetzt erst Rechtsstimmung gewichen. Wir hatten auch am Donnerstag schon ein Treffen. Da war es auch bewegend zu sehen, wie innerhalb von einer Stunde durch Mundpropaganda 120 Leute zusammengekommen sind. Und da wirklich teilweise mit Tränen in den Augen gekommen sind, aber danach wirklich mit geballten Fäusten und zielstrebigen Blick rausmarschiert sind und gesagt haben, wir packen das irgendwie. Und dann hatten wir, das kann ich heute noch genau sagen, weil ich das nie in meinem Leben vergessen werde, dieser Insolvenzantrag, den haben wir dienstags gestellt, dienstags in der Woche, in einem März. Und am Samstag war das wichtige, glorreiche Spiel gegen den Weltklub Germania Oberroden. Und da weiß ich noch, dass Hans und ich zusammengesessen haben, haben ja auch überlegt, wie wir das ganze Thema jetzt hier bearbeiten. Und da kamen wir so nach schweren Diskussionen, wie wir das weitermachen und haben wir überhaupt die Kraft dazu, können wir das alleine alles machen. Da haben wir gesagt, wir gucken erstmal jetzt auch, wie die Stimmung in der Stadt ist. Ich muss vorwegschieben, dass in den ganzen Gesprächen und was uns dann zugetragen wurde, hieß es, dass Darmstadt keine Sportstadt wäre, die Politik würde nicht zum Verein stehen, beziehungsweise man hätte sie sauer gefahren über Jahrzehnte. Die Wirtschaft wäre sowieso nicht mehr auf Seiten des SV Darmstadt 98, weil man kein Vertrauen in die Gelderverwaltung hatte und so weiter und so weiter. Also in Darmstadt Fußball könnte man vergessen. So, und dann passierte ab dem Dienstag mit diesem Insolvenzantrag, der natürlich dann sofort medientechnisch viral ging, also innerhalb dieser paar Tage, also für mich sensationell ist. Und ich kriege auch immer noch Gänsehaut. Ich muss auch gucken, dass mir kein Tränchen jetzt hier runterläuft, weil da ist ab dem Dienstag hier eine Welle der Sympathie losgegangen. Sofort Benefizthemen, sofort klar. Das Größte war dann, also wir reden nur von den Tagen, nicht von den Themen, die dann danach noch kamen, wo man Zeit hatte, sondern es wurde dann sofort zum Fanmarsch aufgerufen. Puh, hart. Weil ich weiß ja, was danach passiert ist und dass wir jetzt hier so... Die Lilien bleiben da, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Tag zu Sport am Samstag. Besondere Aktionen wie diese hier erfordern auch besondere Maßnahmen. Und zwar geht es um die Rettung der Lilien hier vor dem Böllenfalltor. Ein Sternmarsch der Fans hier
zum Böllenfallturm soll dazu beitragen, dass die Lilien auch über die Saison 2007-2008 Bestand haben. Über Flugblätter, Internet und Radio hatte der Fanverein Darmstadt 98 versucht, so viele Fans wie möglich zu mobilisieren. Wir Fans haben uns überlegt, zumindest mal symbolisch ein Zeichen zu setzen, indem wir uns treffen in der Stadt, indem wir eine kleine Demonstration organisieren und einen Sternmarsch zum Stadion machen. Da kamen dann zu dem Spiel keine 500, sondern 5000. 5000 Leute. Das ist genau das Gegenteil von dem eingetreten, was uns die Leute erzählt haben. Und das ist eine Verpflichtung. Ja, wir müssen diesen Verein retten. Das ist einfach ein Kulturgut. Das gehört zur Stadt Darmstadt und es muss erhalten bleiben. Wir müssen bleiben. Und wir werden alles dafür tun. Alles für die Lilie. Mein Leben für die Lilie, für unsere Männer da oben. Logisch. Ich weiß nur, eine Situation, die war eine wirklich ältere Dame, die den Fanmarsch mitgemacht hat, aber eigentlich gar nicht mehr richtig laufen konnte mit ihrem Rollator. Ich weiß es auch nicht mehr so, mit Krücken. Ich weiß. So, die hing dann hier vor dem Stadion am Rockzipfel vom Hans Kessler und hat ihn unter Tränen angefleht. Unter Tränen angefleht, hier weiterzumachen und diesen Verein zu retten. Ich hab mir damals sehr konkret einige Male überlegt, schlichtweg aufzuhören, die Sachen hinzuschmeißen, weil so hatte ich das nicht erwartet, war auch so nicht verabredet. Es wusste aber damals ja keiner, dass es so kommt. Aber wenn Sie dann sehen, mit welcher Intensität, mit welcher Wucht diese Stadt Darmstadt geantwortet hat, und dann stellen Sie sich die Frage, wenn du jetzt aufhörst, weil Sie sind ja auch so eine Art Galionsfigur, wenn diese Figur fehlt, dann werden Sie das nicht schaffen. Es kamen Steuerbescheide, Nachzahlungsbescheide von Sozialversicherungsinstitutionen, von Finanzämtern, über 1,2 Millionen ins Haus. Und Geld hatten wir so gut wie keins auf dem Konto. Da sagt jeder normale, das ist aussichtslos. Lass uns hier abschließen und dann die normalen Prozedere abfahren. Und da muss halt hier ein Insolvenzverwalter reinkommen, der wickelt das hier ab und dann muss der Verein gucken, wo er hingeht, was er macht. Auf jeden Fall ist dieser Verein in dieser Konstellation, wie er bis dahin stattgefunden hat, wäre zerstört gewesen, hätte irgendwie neu anfangen können, wie auch immer. Also eine Vollkatastrophe. Und der Hans hat gesagt, oh, lass mal gucken, müssen mal gucken, was wir jetzt machen. In meiner Erinnerung war es so, dass immer wieder Baustellen aufgetreten sind, die wir bearbeiten mussten. Und dass der Verein damals gar kein Geld hatte. Da ist zum Beispiel bei einem Sturm ist ein Zaun umgefallen, ganz vorne beim Trainingsplatz. Das konnten wir nicht bezahlen. Den Schaden konnten wir einfach nicht bezahlen. Und damals wussten wir nicht, wie machen wir das. So, und so ging es immer wieder, dass wir irgendwelche Löcher hatten, wo wir nicht wussten, wie wir sie stopfen können. Also ich bin das ja immer wieder losgezogen, um versuchen, Geld zu bekommen. Dann war ich einerseits hier auch bei einer großen Handelskette. Nicht, also, und habe sie versucht, als Sponsoren zu gewinnen. Und das wurde natürlich nichts. Also ich wurde immer sehr freundlich behandelt, aber gab auch einen Kaffee. Aber am Ende hat man mir dann erklärt, also man könnte dann doch nicht sponsern und so weiter. Und überhaupt, und wir wären ja auch in der Oberliga und Fernsehpräsenz und laufendes Insolvenzverfahren. Also es gab ja genügend Gründe, uns sozusagen die kalte Schulter zu zeigen. Und dass mir einmal etwas passiert hat, wissen Sie aber, Herr Kessler, ich möchte Sie nicht mit leeren Händen gehen lassen. Kommen Sie mal mit ins Lager. Und dann hat man mir so eine Palette, ich glaube, das waren Osterhasen gegeben. Und ich bin mit diesen Osterhasen da rausmarschiert, für die Geschäftsstelle, sagt man mir. Und dann stand ich draußen an meinem Auto mit meinen Osterhasen. Und ich sage auch, Kessler, was machst du hier eigentlich? Als wir hier angefangen haben, wollte keiner mit uns reden. Also uns hat niemand die Tür aufgemacht. Die Banken haben sich nicht gefreut, mit uns zu sprechen. Niemand hat sich gefreut, mit uns zu sprechen. Die waren alle immer in einer Art Abwehrhaltung und waren der Meinung, wir würden kommen, um Geld zu erbetteln. Wir haben versucht, aus allem Geld zu machen, was es hier gab. Wir haben die Lilienschenke quasi, das Grundstück verkauft. Und ja, das tut schon weh, ne? Also wenn man
Dinge oder das Tafelsilber des Vereins veräußern muss. Stand heute würde ich sie selber gerne machen. Ja, also da wäre es gut, wenn es der Verein immer noch hätte. Aber gut, die Chance hatten wir damals nicht. Und dann kam natürlich hinzu, und das war unfassbar, und das war ehrlicherweise auch ein Grund, warum wir alle weitergemacht haben, die Solidarität der Fans, das war Wahnsinn. Wir sind da, weil wir unser Verein glauben, weil wir den Verein lieben und weil wir wollen, dass er überlebt, und er wird überleben. Es gab wirklich eine Kneipennacht für die Lilien, wo in den Kneipen Musik gespielt wurde und gesammelt für die Lilien. Es wurde gewandert für die Lilien, wo pro Kilometer ein gewisser Beitrag eben dann zustande gekommen ist. Es kam, glaube ich, ein sechsstelliger Betrag kam damals in Summe zustande. Also es war schon der Wahnsinn, was über viele kleine Aktionen zusammengetragen werden konnte. Die Zahlen, die im Raum standen, die Steuerschuld schien erstmal übermächtig und zu groß, um abgetragen zu werden. Aber dann sind in schwierigsten Zeiten neue Partner an Bord gekommen. Das Software AG hat sich zu uns committed, als keiner uns wollte, ehrlicherweise, und hat damals ein tolles Engagement begonnen, das bis heute noch eine fantastische Partnerschaft ist. Dann kamen Stück für Stück über die Aktion, über Nachverhandlungen, also die einzelnen Bausteine. Man konnte das dann schon sehen, dass es funktionieren könnte, aber es war uns definitiv nicht klar, dass es auf alle Fälle funktionieren wird. Diese Phase war die nächste große Erkenntnis ich sage jetzt mal in der Fußballsprache, einfach geile Erfahrung, wie viele Leute sich dann bei uns gemeldet haben, die gar nicht mehr in Darmstadt sind, die aber dann gesagt haben, wir sind Darmstädter. Morgens bei mir in der Kanzlei klingelte das Telefon, und es war ein Helmut Marquardt dann am Telefon, den ich ja nur im Zusammenhang mit Fokus kannte und so weiter. Und dann hat er sich kurz vorgestellt und hat gesagt, ja, also er hätte früher mal Feldhandball bei SV Darmstadt 98 gespielt. Und wie ich ja wüsste, wäre er ja auch dort im Aufsichtsrat von Bayern München und so weiter. Und so als hätte gehört, dem Verein ging schlecht und das wäre ja alles sehr misslich. Und er sagte, er wollte alles tun, um gegebenenfalls auch ein Freundschaftsspiel des FC Bayern München hier in Darmstadt dann hinzukriegen. Die Idee war keine 3 Stunden alt, da kam die Absage. Ging leider nicht. Uli Hoeneß hat schon seinem Heimatverein, dem SSV Ulm, der damals selbst in Schwierigkeiten war, ein derartiges Spiel zugesagt. Und zweimal ging nicht, weil es nicht in den Zeitplan passt mit Champions League und Bundesliga und was der Teufel was. Sie könnten da nur, hätten wir so Verständnis, und da wäre natürlich dem Uli Hoeneß das Hemd näher als die Hose, auch verständlich, dass er seinem Verein aus Ulm die Unterstützung zugesagt hat. Das war irgendwie, kann ich auch genau sagen, das war irgendwie Montag, Dienstag, und es hätte nur an dem darauffolgenden Samstag oder an diesem darauffolgenden Wochenende oder Freitagabend gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, scheiße, ungeachtet dessen, dass auch wir gesagt haben, innerhalb von 4 Tagen nicht mit der Ausstattung, die wir jetzt haben, von Manpower und allen Strukturen, sondern wir müssen uns ja auf das Jahr 2008 zurück beamen. Da war Jutta Arnold, kann ich mich erinnern, und dann wird es schon ein bisschen dünn, was die Geschäftsstelle angeht. Das alles zu handeln mit Ehrenamtlern, die dann auch nicht so, wie verkaufen wir dann hier, Polizei hat gesagt, ihr könnt reinlassen, was ihr wollt, so halbwegs. Wie kriegen wir dann 20, 25, 30.000 Leute hier rein, Ticketing, Sicherheit und so weiter. Und die Gedanken hat sich scheinbar auch der SSV Ulm gemacht. Mit dem Ergebnis, dass die Mittwoch gesagt haben, sorry, wir können nicht. So, und dann haben wir gesagt, wir können es auch nicht, aber wir machen es. Es kam ein Anruf morgens in aller Herrgottsfrüh, mit dem Bayern-Spiel klappt. Wir haben aber ein Problem, wir haben keinen, der Karten verkauft. Und da habe ich zwei Leute angerufen, zwei Schüler vom GBS, mit denen ich viele Aktionen vorher auch zusammen gemacht habe, den Ingo und den Lutz. Und habe gesagt, könnt ihr Schule schwänzen mal wieder? Die Hilfe ist gefragt, wir haben nur 3 Leute für die Kassenhäuschen.
Jetzt, wenn man diese Kassenhäuschen beim Böllenfalter kennt, das sind diese schmalen, kleinen Dinge. Und wir kamen hoch um 8:30, da war schon die Schlange bis zur Haltestelle. Und dann haben wir einen Stapel Karten gekriegt und haben angefangen zu verkaufen. Das hat überhaupt nicht aufgehört. Und wir hatten das Problem gehabt, dass wir keinen hatten, der Zeit hatte, das Geld, was wir eingenommen haben, schnell in die Geschäftsstelle nach hinten zu bringen. Also hatten wir die in diesem Ding gehabt. Jetzt waren kein Karton mehr da. Und wir standen zum Schluss auf knapp 90.000 Euro in Scheinen. Standen wir drauf im Insolvenzverfahren und haben als weiter Karten verkauft. Also ich weiß die 90.000 Euro, weil wir sie später gezählt haben. Aber wie gesagt, wir hatten keine Zeit, die wegzubringen. Das ist also vollkommen verrückt. Und in dem Moment, wo wir auf diesem Stapel Geld da gestanden haben, wusste ich, dass das geht. Da haben wir, jetzt haben wir eine echte Chance. Jetzt geht es nicht mehr um Kleinbeträge, jetzt geht es ums Große. So viel Aufregung war lange nicht mehr in Darmstadt an diesem herrlichen Frühlingsabend. Die Nachricht lautet, die Bayern sind da. Ottmar Hitzfeld, der Trainer des deutschen Meisters. Eine großartige Atmosphäre. Über 20.000 Fans im Stadion am Böllenfalltor erwarten das Benefizspiel Darmstadt 98 gegen FC Bayern München. Ja, es hat uns natürlich auch überrascht. Wir haben ja nun auch schon sehr früh dann Kontakt zueinander aufgenommen. Aber wir wussten dann auch, dass wir eben erst nach den sportlichen Entscheidungen, die ja nur noch anstanden, mit einem solchen Spiel rechnen können. Nachdem diese sportlichen Entscheidungen gefallen sind, bekam dann diese gute Nachricht. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, eben heute Bayern München hier am Böllenfalltor zu haben. Podolski schlaut drauf und das 1-0. Schönes Tor, der Ausgleich. Stimmgewaltig die Kulisse hier am Böllenfalltor. Aličić und die macht er. Vierter Treffer der Darmstädter in 35 Minuten. Sahila und die macht er. Das ist ein schöner Schlusspunkt, dass die Lilien noch einmal treffen. Herr Hoeneß, das ist eine sehr kurzfristige und sehr spontane Aktion gewesen, hier zu helfen. Keine ungewöhnliche Aktion für Sie. Was hat Sie bewogen, hier nach Darmstadt zu kommen? Ja, wir hatten ja von verschiedenen Leuten, von Herrn Marquardt, von Herrn Kollege, vom BR und so, gehört, dass es hier große Probleme gibt in Darmstadt. Gleichzeitig auch mein Heimatverein Ulm, die auch riesige Schwierigkeiten hatten. Und die haben uns gebeten zu helfen. Wir haben gesagt, wir prüfen mal, was wir tun können. Und als wir dann in St. Petersburg ausgeschieden sind, habe ich in der Nacht mir überlegt, da gibt es ja jetzt plötzlich eine freie Woche vor Ende der Meisterschaft. Und dann habe ich am nächsten oder übernächsten Tag, als wir wieder in München waren, hier angerufen. Und das ging dann sehr schnell. Und so können wir heute mit dem Geld beiden Vereinen helfen. Und das ist natürlich eine feine Sache. Lukas Podolski bei mir. Lukas, 20.000 Zuschauer. Laola schwappt durchs Stadion, macht Spaß Fußball zu spielen so, ne? Ja, ich war erstaunt vor diesem Stadion, ich habe mir das anders vorgestellt, aber wenn man diese Tribüne hier sieht, das ist, denke ich, mindestens zweitligareif und ich wünsche dem Verein viel Glück, dass sie jetzt einen Weg nach oben schaffen. Die Bayern haben mit ihrem Benefitspiel neben vielen anderen großen Maßnahmen, die also auch viel Geld gebracht haben, sicherlich ganz erheblich zum Sanieren der 98er beigetragen. Was wird aus Darmstadt 98? Ich hatte es erwähnt, da gab es wirklich tolle Zusagen von Mannschaften aus der Bundesliga. Das war eine Riesengeste von Bayern München, denke ich. Da war auch eine Menge los hier. Das hat geholfen. Hat das so weit geholfen, dass wir sagen können, Darmstadt 98 ist gerettet? Also wir sind auf einem guten Weg. Zunächst mal ging es uns darum, die Spielberechtigung für die nächste Saison zu erreichen. Und das haben wir gemacht, weil ohne die Spielberechtigung wäre natürlich alles andere, hätte ja nicht funktioniert. Und im nächsten Schritt, wir schreiben jetzt sozusagen das finale Kapitel unter hoffentlich eine Erfolgsstory Darmstadt 98. Jetzt geht es eben darum, den Insolvenzantrag zurückzunehmen. Also für den ganz engen Kreis war es auch ein Tag, das stimmt. Tag, den ich auch nicht vergessen werde. War in der alten Geschäftsstelle, in der alten Haupttribüne mit Jutta Arnold. Die einzige, die nämlich das Faxgerät von 1898 wahrscheinlich bedienen konnte, haben wir nämlich die Rücknahme des Insolvenzantrags
an das Amtsgericht Darmstadt nachmittags irgendwann und im Laufe der Woche weggeschickt. Und wir standen alle, die da waren, standen um das Faxgerät rum und haben sehnsüchtig auf den Dokumentationsbericht gewartet, wo oben okay draufsteht. Damit, in dem Moment, wo das Fax durch war, waren wir wieder ein freier Verein, der jetzt wieder leben musste, ohne dass ein Insolvenzverwalter vielleicht auch irgendwelche Löcher, jetzt keine finanziellen Löcher, sondern aber irgendwelche juristischen Themen abarbeitet, kittet. Wir waren wieder auf uns allein gestellt, mussten dann sehen, dass wir dann wirklich das, was wir jetzt erledigt hatten, dass wir dann auch frei schwimmen und nicht wieder untergehen. Das ist eine Erleichterung, so ein Absacken von das Herunterfallen einer riesigen Last auf einer kleinen Schulter. Man sagt, so, jetzt sind wir durch. Und der Verein lebt weiter und die Tradition lebt weiter. Zum Schluss noch was über den SV Darmstadt 98. Die Fußballer hatten schon den Insolvenzantrag gestellt und dann doch noch mal den Kampf ums Überleben aufgenommen. Diese Woche wurde klar, die Lilien sind gerettet. Das hat der Verein, das haben die Fans, das hat die Region aus eigener Kraft geschafft. Also wenn es jetzt nicht zynisch klingen würde, würde ich es heute sogar so formulieren, dass dem Verein nichts besser hätte passieren können wie damals das Insolvenzverfahren. Weil das hat den Verein wieder zusammengeschweißt. Es war die Rettung des Gesamtvereins, ein vollkommen anderes Standing des Vereins innerhalb der Fanszene. Unheimliche Solidarität und eine Gemeinsamkeit, die man bis heute ja spürt. Ich würde sagen, bis heute ist man sich in der Vereinsführung, sind wir uns alle bewusst, dass der Verein nie wieder in eine solche Situation geraten darf und alles, was wir tun, muss danach ausgerichtet sein, diesen Verein langfristig stabil und wirtschaftlich gesund zu führen. Ich glaube, dass diese Zeit eine sehr wichtige Rolle spielt für den Verein. Aber das ist jetzt auch wieder der Tatsache geschuldet, dass ich immer finde, und diese Sätze sind eigentlich auch ausgelutscht, man darf nicht vergessen, wo man herkommt, aber genau so ist es. Und uns tut es gut, immer wieder mit der Demut, auch wenn es keiner hören kann. Aber, und das ist eigentlich die Prägung von Hans Kessler.